Ja, herzlich willkommen zur Lösung der sechsten Aufgabe, bei der es um die Wirk-, Blind- und Scheinleistung geht. Wenn man sich die Aufgabenstellung nochmal anschaut, 1,6 berechne Wirk-, Blind- und Scheinleistung des Motors und zeichne ein Zeigerdiagramm. Und weil das nicht allzu viel ist und Aufgabe 1,7 eben auch nicht, machen wir beide Aufgaben in einem Video. Also die 1,7 machen wir gleich mit. Das ist berechne die Wirk- für die Verlustleistung im Leitungswiderstand RL. Okay, gucken wir uns das mal an. Wir haben den Strom berechnet und wenn man sich die einzelnen Leistungen anschaut, dann kann man das über die Formel machen. P, die Wirkleistung, ist gleich I Quadrat mal Rm und die Zahlen eingesetzt ergibt dann einen Wert von 570 Watt. Das gleiche für die Blindleistung. QL ist gleich i Quadrat mal xl. Wenn wir dort die Zahlenwerte eingeben, dann kommen wir auf den Wert von 224 bar. Und wenn man sich jetzt das Zeigerdiagramm dazu anschaut, dann haben wir hier die Wirkleistung in der x-Achse, die Blindleistung, die positive Blindleistung der Induktivität QL. Und in diesem Leistungsdiagramm, in diesem Leistungsdreieck, sehen wir dann auch die Scheinleistung als Hypotenuse. Und die können wir dann einfach über den Satz des Pythagoras berechnen. Und zwar s ist gleich Wurzel aus b Quadrat plus q Quadrat. Und wenn man entsprechend diese Werte einsetzt, diese 570 Watt und 224 bar, dann kommt da ein Wert von 614 Volt Ampere raus. So, das war schon die Aufgabe 1,6. Lösen wir direkt die Aufgabe 1,7. Da ging es um den Verlust, um die Verlustleistung in dem Widerstand RL. Und das können wir entsprechend genauso berechnen wie die Leistung auch, die in Rm umgesetzt wird. Das heißt, wir gucken uns die Verlustleistung im Widerstand an und nehmen jetzt P gleich I Quadrat mal eben RL Werte eingesetzt. Dann haben wir eine Verlustleistung in dem Widerstand von 71,3 Watt.